So Leute, seid herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin heute echt zum Laberflow. Ich kann heute, glaube ich, die ganze Zeit durchlabern ohne Pause, ohne dass irgendwie was langweilig wird oder so. Ein paar Leute haben ja so gefragt, so wann kommt mein Album? Weil ich mache immer so, immer wenn ich so singe und Rap-Texte nachrappe, so fragen immer die Leute, wann mein eigenes Album kommt. Wie gesagt, in 1,5 Jahren kommt mein Album. Ihr könnt jetzt schon mal vorbestellen, nur 52 Euro für 2 Songs. Ich glaube, das ist ein angemessener Preis. Da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ist auf jeden Fall eine Wertanlage, indem man dann in 5 Jahren das Ganze verkauft. Dann bekommt man so 10 Millionen Euro raus. Auf jeden Fall ein gutes Angebot, würde ich sagen. Aber hier ist sehr gefährlich, Alter. Da muss man echt aufpassen. Hier ist echt so eine Unfallstelle. Und ich würde echt zu gern einen Rap-Text machen. Also so einen Song. Das wäre zu geil. Also was? Warum ist er abgesperrt? Aber ich fahre immer hier. Ja gut, dann fahren wir halt mal was anderes. Ne? Kann eh nicht so schlimm sein, so verkehrt. Auf jeden Fall geil, wird alles neu betoniert, oder? Rap-Text. Ich kann halt keine Texte schreiben, so. Das ist halt mein Problem. Ich kann einfach keine Texte schreiben. Und Autotune muss am Start sein, wie bei Bibis Product Placement. Oh Mann, meine Güte. Das Ganze ist, genau, apropos Product Placement. Oh, meine Nase ist voll zu, Digga, was ist da los? Werde ich krank oder was? Wäre übel geil eigentlich. Weil ob ich jetzt auf Arbeit nichts mache oder zu Hause nichts mache, ist im Endeffekt komplett egal. Zu Hause kann ich wenigstens Video schneiden. Ihr müsst mir unbedingt auf Snapchat folgen, Mann. Shred Lifestyle ist in der Beschreibung alles verlinkt, was ich da jeden Tag auf Arbeit poste, und ihr müsst mir auch unbedingt Fanpost schicken und so, alles in der Beschreibung. Wo war ich nicht stehen geblieben, ich depperter Schwuchtelmausi, Alter, ich hab's vergessen, keine Ahnung. Oh. Schmeck, Schwein, schmeck so mit deinem Gesicht so grauselig, sonst ehrlich. Boah, ich kotz gleich, oh mein Gott. Stell mal vor, du kotzt im Helm so. Richtig geil wäre das, glaube ich. Oh ja. Ja. Ich weiß nicht mehr. Scheiß Dreck. Ich weiß nicht mehr, worüber ich. Boah, meine Nase. Oh. Ich werde echt krank, glaube ich. Scheiße, Mann. Oh. Aber ist voll gechillt, so zu reden mit verstopfter Nase und so. Das. Ah. 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 Das bockt schon. Da hinter mir das Fenster offen, da wird sie auch denken. Da wird sie auch denken, was ist das für ein depperer Spast, Alter. Letztens auf Arbeit, da habe ich das überhaupt im Video erwähnt. Ich bin auf Arbeit gestanden, auch mit meiner Nase. Ich bin auf Arbeit gestanden und habe da halt so geparkt. Und ohne Scheiß, ich schwöre es euch, wie ich nach 8 Stunden wieder zum Motorrad gegangen bin. Ich habe den Schock meines Lebens gehabt. Es waren einfach so, glaube ich, 5000 Ameisen, aber nicht so kleine Ameisen, sondern die richtig fetten, großen, schwarzen Ameisen. Locker 5000 Stück waren überall auf meinem Motorrad. Die waren hier beim Dashboard, in den Ritzen, auf der Kette, die waren beim Motor, die waren beim Ständer. Wahrscheinlich sind die auch im Benzinschlauch reingekrochen, so die Depper der Schwuchtelsau, oder? Und ich habe den Schock meines Lebens gehabt. Die waren überall, Digga. Überall auf dem ganzen Motorrad waren 5 Millionen Ameisen, Mann. Und ich stehe halt dann so bei Arbeit, ich in Jeans. Ich wollte mich da überhaupt nicht draufsetzen auf das Bike. Überall am Lenker, am Spiegel, überall waren diese grausligen Viecher, Alter. Es war sowas von ekelhaft, Alter. Ich habe geweint, wie ich mich draufgesetzt habe. Ich habe geweint vor Angst und Ekel, weil einfach. Ich hasse Ameisen. Ich hasse alle kleinen Viecher, Digga. Und was ist da denn los? Großeinsatz oder was? Okay, hat's da gecrashed oder was? Oh, das ist ja gar nicht gut. Oh oh. Ja. Busunfall oder was? Oh Scheiße. Digga, das ist nicht gut. Warte, ich fahre bei Tankstelle rein so. Oh, das ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh je. Komme ich jetzt ins Foto, aufs Video? Ne, die pumpen hier was ab oder so. Ne. Was ist denn da los? Kein Benzin oder was? Hä? Komme ich da durch so? Oder ne? Was ist denn hier los, Alter? Oder hat der Sprit verloren oder so? Was geht denn da ab, Alter?
Ja, toll, Digga. Und jetzt? Was ist denn hier los, Alter? Oh nein, Abonnenten oder nicht? Nee. Oh. Ja, da hat der ja irgendwas verloren, Alter. Sprit oder so oder Öl oder irgendwas ist hier los, Alter. Grundgütige. Digga, was ist da denn passiert, Junge? Ein Reifenplatten, Alter. Dann hat's. Lol, Digga, dann hat's komplett zerfetzt einfach. Digga. Der ganze Motorraum ist da einfach explodiert so. Hallo? Digga, den ganzen Motorraum hat's da zerfetzt einfach. Lol, Alter. Lol, Digga. Muss ja übelst lauter Knall gewesen sein. Digga, dann hat es einfach komplett den Motor zerfetzt von dem Bus. Krass, Digga. Immer Kamera laufen lassen, Leute. Ich hab's mir gemerkt, ja. Immer Kamera laufen lassen. Man weiß nie, was passiert. Ah, krass. Krass, was da abgeht, Mann. Endlich mal ein bisschen Action hier in der Stadt. Ich meine, scheiße für den Busfahrer und so, ne? Und für die nicht transportierten Fahrgäste, aber. Immer mal ein bisschen Action hier, Mann, wie in Hamburg G20, Digga. Das ist ein Scheiß dagegen. Was wollte ich jetzt eigentlich noch vloggen? Ich habe keine Ahnung, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, ey. Hier die scheiß Schwuchtel-Ampelblitzer, Schmausi-Mausi, oder? Muss immer voll aufpassen in der Stadt, so. Es bockt einfach gar nicht. Ich muss echt mal andere Strecken fahren, Mann. Ich muss mal in Linz vloggen oder so. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, mit welchen anderen. Falls es kleinere österreichische Motovlogger gibt, die halt auch so halbwegs gute Qualität haben, können wir mal reinschreiben. Vielleicht mache ich dann mal ein paar Videos mit denen so oder mit anderen Motorradfahrern. Wobei, ich fahre ja immer eigentlich nie so gern mit anderen so. Ich weiß nicht warum, aber so immer so das erste Mal kennenlernen und so, da habe ich irgendwie nie so Bock drauf. Ich weiß nicht, da bin ich immer ziemlich, naja. Genau, Thema Abo-Treffen wollte ich mal anschneiden. Abo-Treffen ist so ein Thema. Ich wollte einfach mit Tom Tour am Samstag ein Abo-Treffen machen. Habe ich aber dann von meiner Seite aus abgesagt, beziehungsweise ich habe es halt gar nicht öffentlich gemacht. Weil bei Tom Tour ist halt so, da werden wahrscheinlich so 10 Leute kommen oder 20, ja, was ich glaube. Aber bei mir, ich kann es halt schwer sagen. Bei mir kann es sein, dass 50 Leute kommen, kann es sein, dass 1000 Leute kommen. Und das bockt halt dann gar nicht, wenn dann ich dann erstmal dahin komme und dann wartet dann schon die Polizei und so auf mich und verhaftet mich, weil ich halt eine öffentliche Veranstaltung gemacht habe, die ich halt nicht angemeldet habe so. Aber weiß nicht, wenn ich sage, ich bin zufällig an dem Ort, an dem Tag um die Uhrzeit, ist es dann eigentlich eine Veranstaltung so? Keine Ahnung. Wobei natürlich in Österreich ist es auch wieder. In Österreich ist es wieder anders als in Deutschland. Ich finde den Sound von der Z800 so geil. Wenn du hier mit einer Z800 und SC Project durchfährst, das bockt schon, Digga. Was war das denn jetzt? Da habe ich voll erschrocken, ey. Das kleine Kind da. Ich baller's Haze aus Malaga, ballert hart. Ich bin Rap-Koloss, der Titan, David Alaba. Das ist echt, oh, ich bin Rapper. Was Gangster, was Misse, Handgepäck voll Echos, Digga. Komplette Lyrik-Verwirbelung in meinem dummen Spatzenhirnkopf. Kommen sie wieder mit dem Bonzenkarren raus. So. Ich habe jetzt alle Lieder, alle Songs von dem Legacy Award von Kollega. Das sind, glaube ich, weiß nicht wie viel, aber Gigabyte. Haben wir jetzt aufs Handy gezogen. Das werde ich jetzt dann genüsslich mal hören. Aber ich sage, ich muss halt ein paar Videos aufnehmen, weil ich habe halt einfach. Wenn du daily hochlädst, ist es echt anstrengend, Mann. Du brauchst zu viele Videos. Zu viele Videos, wo du halt auch was laberst oder wo auch was zu sehen ist.
Und das Daily ist echt anstrengend. Also, ja. Blackout hat gleich schon für 2 Wochen vorproduziert oder so. Bei dem läuft, bei dem ist gechillt. Aber bei mir, ich bin da immer sehr spontan so. Seht ihr da gefährlich, dass wir Abonnenten treffen? Weil beim Messegelände, die wissen immer, dass ich im Messegelände rumfahre. Und da warten die da immer jeden Tag. Und einer hat mir das auf Facebook geschrieben. Ja, ich fahre den ganzen Tag schon auf und ab beim Messegelände. Wo bist du denn? Und ich denke mir so, Digga, ist das denn ernst? Du kannst doch nicht den ganzen Tag da hin und her fahren. So. Und in der Hoffnung, dass du mich triffst halt so, ne? Oh nein, ich sehe schon, das sind wieder Abonnenten. Ja, Digga, guck mal, ich wurde schon wieder direkt erkannt, Mann. Ich hoffe, die haben als erstes grün, Mann. Oder ich verpiss mich einfach nach vorne, so. Ey, keine Ahnung, ich treffe immer nur Mopedfahrer, fällt mir so auf. Ich meine, klar, hier in meiner Dings gibt's halt... Oh nein, ich muss rechts fahren, Alter. Erstmal von Abonnenten abhauen, alles klar. Ich bin wahrscheinlich ein richtig geiler YouTuber, Digga. Versteckt sich vor seinen Fans. Oh Gott, grundgütiger. Boah, Digga, ist der Typ behindert, Alter. Der Typ hat Vorrang geben, ich weiß es genau, Mann. Ich kenne die Verkehrsregeln. Oh nein. Oh nein, ich hab's genau gesehen, Digga. Ich hab's genau gesehen, Digga. Ah, das bockt halt gar nicht so. Oder? Boah, zum Glück war der überhaupt nicht schief, Digga. Ich hatte gerade übel Glück, Digga. Mich hätte so auf die Fresse legen können. Das mag ich halt nicht, wenn du so am Lenker reißen musst für ein Wheelie, so, ne? Und das trotz ersten Ganges. Das ist halt echt ein bisschen ätzend. Weil da hast einfach nur so Gas gegeben. Nicht mal so viel, die Hälfte, so. Die ist vorne hochgekommen. Du musst, das geht so leicht. Du musst echt aufpassen bei der Husqvarna. Das ist mega gefährlich, Mann. Boah, mein Spiegel, mein rechter Spiegel, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ich den hasse. Das ist so ein richtiger Bastard, Digga. Immer wenn ich ein Video mache, verstellt er sich. So ein depperter Schwuchtelsau, Alter. Geh mir richtig auf die Eier, Mann. Hier war auch so ein geiler Fotoplatz, oder? Soll man einen Insta-Pick raushauen? Hustle mal einen Insta-Pick raus, live im Video. Hallo? Still dich darum. Du depperter Sau, Alter. Was sieht das scheiße aus, Mann? Ich meine das Bike. Spaß. So schlimm ist auch nicht. So. Genau, ich werde das Video jetzt hier an der Stelle mal beenden. Weil Play Music. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss es nämlich hier. Kann ich hier irgendwo gucken, was ich zuletzt hinzugefügt habe? So. Warte. Das ist Allahu, Digga. Allahu Akbar wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung, wo ist ein Kollege überhaupt? K wie Koks, K wie Kollege. Wo? Hallo? Beste Video. Wenn du es von richtigen Winkel anguckst, ist echt ein schickes Bike. Wenn du es vom falschen Winkel anguckst, ist echt hässlich, Mann. Ach, Digga, komm, bitte verbind dich, Alter. Na, geht doch. Hören wir jetzt haben wir was. Come off to. Boah, warte mal, ich muss hier durchschalten. Nicht, dass ich halt einen Strike krieg, so, ne? Gangsters Paradise ist geil. Gut, dann würde ich sagen. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, ich fahre jetzt ein bisschen mit Musik rum und werde mein Leben chillen. Haut rein, wir sehen uns, Daumen hoch, nicht vergessen, tschüssi.